Hallo und herzlich willkommen direkt weiter zu einer Fortsetzung der COH1-Kampagne auf dem Kanal der Omniarch. Also, wir hatten ja das letzte Mal in zwei Teilen die Mission Cherbu. Und heute machen wir uns an Sotevast. Die Aufklärung der Alliierten hat eine voll funktionsfähige V2-Raketenbasis ausgemacht. Um auf die Bedrohung durch diese schreckliche Waffe angemessen zu reagieren, wurde die Fox Company damit beauftragt, die Anlage zu stürmen. Ihre Mission besteht darin, die V2-Basis auszuschalten und die Raketen zu zerstören. Ja, wir spielen das Ganze auf normal und legen gleich los. Soweit ich weiß, haben wir in Cherbourg über 40.000 deutsche Gefangene gemacht. Kaum zu glauben, dass wir so hart kämpfen mussten, nur um zu guter Letzt einen Trümmerhaufen in Besitz zu nehmen. Die Deutschen hatten dem Hafen so stark zugesetzt, dass es Monate dauerte, bis wir ihn endlich benutzen konnten. Und trotzdem hatte die Eroberung der Stadt auch ihre guten Seiten. In einem versteckten Bunker fanden wir Geheimdokumente der Nazis. Dies sind die Blaupausen der V2-Rakete. Ihre Basis liegt versteckt in einem Tal im Süden, nahe der Stadt Sotevast. Die Anlage, die allem Anschein nach noch nicht fertiggestellt ist, ist zur Hälfte in die Erde eingelassen. Die Startrampe selbst wird stark verteidigt, was den Einsatz von Bombern von vornherein ausschließt. Aus diesem Grund werden wir Fallschirmspringer einsetzen. Nach Einbruch der Nacht werden die Fallschirmjäger innerhalb der Mauern der Basis abgesetzt. Diese werden dann zu Fuß gegen die Basis vorgehen. Es ist eine sehr gefährliche Mission. Viel Erfolg. Mhm. Ja, so, da lässt sich jetzt auch einiges noch dazu sagen. Unter anderem, warum eigentlich keine Bomber? Also, es ist zwar so, dass diese Station hier jetzt dann, sobald ich mal den Cursor dann bekomme, kann ich es auch zeigen, sehr stark mit Luftabwehrgeschützen verteidigt wird. Und es gab auch, also erstmal, es gab auch wirklich solche Sachen wie die V1 und die V2 und die V3. Die meisten Leute wussten nicht, dass es auch eine V3 gab. Naja, auf jeden Fall, die V2 ist das hier. Das ist eine Rakete mit enormer Sprengkraft. Hier sieht man jetzt eins dieser Luftabwehrgeschütze namens Feeling Flak 20mm. Die konnten gegen Flugzeuge enorm durchschlagen. Und außerdem noch dazu ist das bei den realen solchen Abschussfabrikstationen, wo dann die V2 auch hergestellt wurde und dann eben auch abgeschossen wurde, wie an dieser Position hier, war es einfach so, dass das im Grunde Riesenbunker waren. Oder Hallenbunker. Die hatten eine enorm dicke Betondecke. Ja, wo die normalen Bomben einfach nicht durchgekommen sind. Auf solche Stationen wurde dann normalerweise, wie hießen die mal, Big Bomb oder so, wurden dann eben auf jeden Fall größere Bomben abgeworfen, die speziell für sowas entwickelt wurden. Naja, nochmal zum Namen V2. Es geht dabei um das Vergeltung für V. Also V steht in diesem Fall für Vergeltung, als Vergeltungswaffe und war zielgerichtet gegen die Zivilbevölkerung der Gegner gerichtet. So sollte die V1 eben in Britannien Vernichtung erzeugen. Die V2 sollte grundsätzlich in den wiedereroberten französischen Gebieten und in England einen Schrecken erzeugen. Und zuletzt die V3, die als einzige aus dieser Reihe sticht, indem sie einfach keine Rakete ist, sondern ein Artilleriegeschütz. Die V3 war... Ach, egal. Erzähle ich gleich weiter. Die V3 ist... Ja. Ach, egal. Gleich. Oder, sobald ich hier fertig bin, erzähle ich mal. Nur für die, die Lust haben. Ahem.
Unser Hauptmissionsziel ist die V2-Startrampe, die sich genau hier befindet. Wir dort Sprengladungen anbringen, wird dies eine Kettenreaktion auslösen, die wahrscheinlich den ganzen Stützpunkt zerstören wird. Der Stützpunkt wird von Flugabwehrgeschützen gesichert. Diese begrenzen den Bereich, in dem es uns möglich ist, Fallschirmspringer abzusetzen. Schalten Sie diese Flugabwehrgeschütze so schnell wie möglich aus, um weitere Absprungzonen zu öffnen. Damit der Nachschub nicht abreißt, werden wir hier beim Hauptzugang einen weiteren Angriff starten. Denken Sie daran, wir haben dort keinen Stützpunkt. Das bedeutet, dass wir ein feindliches Lager einnehmen müssen, um an schwere Waffen zu gelangen. Bringen wir es hinter uns. Ja, da hat man jetzt gerade mal wieder gesehen, wie herrlich verpatcht die Leute das gemacht haben. Also es lässt sich nur so sagen, dass sie das wirklich verpatcht haben. Und da einfach ziemlich viel versaut haben. Naja, die haben da einfach rumgepatcht und das ganze Spiel im Grunde damit ein bisschen versaut. Hier sehen wir jetzt... Halten, können wir dort einen Nachschubkorridor errichten. Halt, Maul! Bleibt, desto mehr Zeit bleibt der Able Company, also, um Verstärkungen durchzuschicken. Wir haben jetzt hier diesen Hauptkorridor, sollen wir sichern. Der war auf der Karte eigentlich markiert. Oder eben eigentlich auch nicht. Wurde ja nicht eingezeichnet, aber wegen den ganzen Patches, die anscheinend ein bisschen fehlgeschlagen sind. Und hier überall, wo diese Dreiecksmarkierungen sind, sind die Feelings-Flags. Zum Beispiel da. Oder da. Und letztendlich haben wir hier unser Hauptmissionsziel, die nette kleine V2. Das mit der V3 erzähle ich dann für die Leute, die unbedingt sowas hören wollen, ganz am Ende, wenn ich mir das merken kann. Und jetzt rege ich mich gerade mal nicht darüber auf, warum mein Mauspad gerade wieder so rumspackt. Ich habe meine Uhr auf 30 Minuten eingestellt. Und dann wollen wir doch mal sehen, ob ich auch diese Zeit einhalten kann. Airborne Ranger, bewegt gefälligst eure Herrsche! Erste Gruppe, kümmert euch um das Flugabwehrgeschütz. So. Könnt ihr beim Sichern des Zugers gut gebrauchen. Wenn die Hufe. Wo ist rein da? Schmeißt den eine Granate rein. Sehr gut, Jungs. Los, bewegt euch, Leute. Jagt diese Bastarde zur Hölle. Die Igel schützen die Gruppe. Abrücken. Die Igel, die Waffe. Knallt sie ab. Feuer! Ranger, der Tod kommt von oben! Haben sie! Feuer! Bereit! Auf den Rand! Mann, ihr stellt euch aber auch an! Weg da! Weg! Ihr stellt euch auch an! Warum müsst ihr eigentlich auch so weit vorkrabbeln? Jetzt bitte drehen und schießen! Feindliche Einheit ausgeschaltet! Wir haben schon bald wieder die volle Stärke erreicht! Und schon kann man das hier vorne ganz einfach halten. Hoffe ich jedenfalls. Bom, bom. Gewehre bereit, Airborne Ranger. Dann haben wir ja gerade gesehen, dass da MGs drin sind. MG 42 im Wachturm. Wir sind erledigt, wenn wir sie nicht flankieren. You don't say. Benutzt eine Sprengladung oder ein Panzerabwehrgewehr, um ein Loch in die Mauer zu sprengen. You don't say. Meine Güte. Jawohl. Jawohl. Dann gebe ich euch eben mal zwei Bazookas aus, damit ihr da mal zufrieden seid. Bitte sehr, meine lieben Kleinen. Ja, seid jetzt zufrieden. Boah. Nicht wundern, ich trinke auch nebenher noch etwas. So, dann wollen wir mal. Dann flankieren wir das gleich mal komplett. Und da kommen auch die ganze Zeit Einheiten aus den Türmen raus, die unsere Flak dann schön zum Veteranenstufen sammeln holen kann. Also, Trupp 1, Trupp 2, Trupp 3. Und der schmeißt da eine Sprengladung ran. Zwei, eins, wumm! Mauer ist offen! Vorrücken! Lasst ein paar Gruppen am Haupttor, damit die Crowds beschäftigt sind! Bewegung! Hier nach! Bewegung! Beweg deinen Arsch! Bringen wir die Sache endlich in Gang! Verstanden! Und vorstimmen und das MG und dann die Sprengladung rein, bevor das MG großartig das Feuer öffnen kann. Und wieder zurück. Du rennst in die falsche Richtung! Wir rennen beide in die falsche Richtung!
Da rennt ihr doch nochmal extra durch das Gewehr. Oh Gott, sind die dämlich. Boah. Zuhören, kriegt man Leute. Ja einen Anfall. Hoffen wir, dass die Deutschen uns nicht erwarten. Ja, Gott im Gewehre Himmel. Bereit, Airborne Ranger. Infanteriereserve. Jawohl. Und ausgerechnet ich sage sowas. Als Atheist. Köpfe runter. Bewegt euch, Ranger. Batterie wird beschossen. Sehr feindliche Einheit ausgeschaltet. Eine Beförderung scheint ja längst überfällig zu sein. Jo, da sind sie schon Veteran 2. Achtet auf eure Deckung und folgt mir. Drop 1, Drop 2 und Sprengladung ranwerfen. Da kriegt meine Vierlingsflak wieder ein bisschen Spielzeug. Noch einer weg und der letzte auch noch. Damit hat sie sogar schon 20 Kills. Den Schussradius kann ich natürlich nicht einsehen. Aber ich glaube, ich mache das jetzt genauso wie gerade eben. Bloß, dass ich diesmal nur einen Trupp reinschicke. Ich hab nicht genügend Ressourcen, das finde ich scheiße. Ihr Feldgeschütz, wir werden feindliche Einheit ausgeschaltet. Das finde ich jetzt richtig scheiße, dass ich nicht genügend Ressourcen habe. Da bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als alle meine Männer reinzuschicken. Wir rücken ab. Leute. Und diese dann eben dorthin. Ihr müsst das angreifen, Leute, das wisst ihr schon. Ja, da muss ich drauf achten, dass mir die Leute nicht allzu schnell wegsterben. Jo, sie haben es sogar geschafft. So, dann schmeiß ich hier mal einen Trupp runter. Fallschirmspringer werden wie befohlen abgesetzt. Man könnt ihr nicht zielen? Ich nicht zielen. Rückzug. Airborne Ranger einsatzbereit. Und ihr erobert das hier jetzt mal. Leute, wir haben einen Auftrag zu erfüllen. Tja, 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 tja. Wenigstens habe ich mittlerweile wieder genügend Treibstoff für eine Sprengladung. So, Hauptzugang angreifen. Ja, you don't say. Was denkst du mal? Ja, hier in meiner Richtung. Verstärkung ist auf dem Weg. Fehler? Zugang zum Stützpunkt gesichert. Versorgungskorridor errichtet. Gute Arbeit. Kümmern wir uns jetzt um diese V2. Dann schnappt ihr euch jetzt mal diese beiden MGs. Wir haben wieder die volle Einsatzstärke. Airborne Ranger. Wir müssen die strategisch wichtigen Positionen beim Haupttor sichern. Die Deutschen dürfen sie nicht zurückerobern. Die Able Company schickt Verstärkung. Wir müssen den Versorgungskorridor offen halten. Yay. Ist auch jetzt ziemlich einfach, weil ich einfach zwei verfickten verzensierte MG42 dahin stelle. Das dürfte voll auf genügen. So. Das müssen wir jetzt 10 Minuten lang offen halten. Das dürfte kein Problem sein mit einer Vierlingsflak und zwei MG42. Die Alliierten nähern sich unserem Nachschublager. Vernichtet sie! Lüge! Ich nähere mich gar nichts. Oder ist das euer Nachschublager? Wenn ja, tut's mir leid, dass ich das mal eben schnell platt machen muss. Tut mir leid, ihr seid nun mal scheiße. Hoffen wir, dass die Deutschen uns nicht erwarten. Wir hauen von hier ab. Beweg deinen Arsch. Wir liegen unter Gewehrbeschuss. Los, geht in Deckung. Dann wurde ich nicht so leicht getroffen, Leute. Habt ihr schon mal über sowas nachgedacht? Gerade warum die da hinten jetzt auch noch und so festgenagelt sind. Egal. Schmeißen wir ein bisschen was rein. Die Deutschen bekommen Verstärkung aus den Fenster. Hui! Werft sofort eine Sprengladung durch das Fenster! Ich sag dir hui! Feindliche Einheit ausgeschaltet. Alter, wieso zieht ihr jetzt die komplette Armee zurück? Hallo? Ich hab den einem Trupp den Befehl gegeben.
einem Trupp. Oder haben die Deutschen etwa Angstpropaganda? Airborne Ranger. Mensch. Airborne Ranger bereithalten. Die haben ist ja schon peinlich. Die volle Stärke erreicht. Bringen wir die Sache endlich in Gang. Köpfe runter. Hurra. Bewegung, Leute. Sind das Motorengeräusche? Jo, da kommt was. Da sind sie auch schon. Fallschirmjäger, bereit für den Kampfeinsatz. Wir hauen von hier ab. Haltet eure Köpfe unten. Wir wechseln die Stellung. Los, kommt, kommt, kommt. Feuer. Und sind sie festgenagelt. Dann rückt er dorthin. Nein, er geht direkt drauf. Was haben wir denn hier? Auftrag zu erfüllen. Zwei leichte MG42. Airborne Ranger, hoffen wir, dass die Deutschen uns nicht erwarten. Helfen Sie uns dabei, ihm zu helfen. Helfen Sie uns dabei, ihm zu helfen. Genius. Unsere Jungs setzen ihre Ladung. Was können wir für Sie tun? Sehr gut. Das Ziel ist erledigt. So, der genau kann das dachte ich gerade auch. Sachen auch wir einsammeln. Sichern den Nachschub. Los! Und dieser neue Trupp kann ja mal ein kleiner Infanterie-Abwehrtrupp werden. Fallschirmjäger, bereit für den Kampfeinsatz. Die Airborne Ranger haben die Zielposition eingenommen. Und damit gleich zwei leichte MG42 aufheben. Airborne Ranger, Befehle, Abmarsch. Dann gucken wir doch mal, ob da irgendwo Infanterie steht. Also gut, wir wechseln unsere Position. Nee, da liegt noch mehr Zeugs rum. Aber jetzt guckst du da hinten rein. Genau. Woher wusste ich das? Ja, da muss irgendwo ein Nest sein, weil ihr in einem deutschen Lager seid. Genius, du. Bewegung, Leute. Du kleines Genie, du. So, jetzt seid ihr näher dran. Jetzt habt ihr mit dem verdammten MG42 eine bessere Trefferquote. Okay, jetzt seid ihr allerdings auch in einem Radius eines MG42 drin. Schützengruppe, abrücken! Jetzt dürft ihr los, gehen. Bewegt euch, Leute! Quack. Jawohl! Quack. Ranger, der Tod kommt so. Von oben! Und ihr... geht jetzt mal hier rüber. Zuhören, Leute! Den Selbstmordtrupp nehme ich mit rüber. Bereit für den Absprung. Stehen unter MG-Beschuss! Airborne Ranger. Zugang zu unserem Stützpunkt wird angegriffen. Aktiviert die Sicherungsstaffeln. Ich hab gesagt, du sollst hier rüber rennen. Nur weil ich dir irgendwie den Befehl gebe, mit diesem Sprintbefehl zu benutzen. Die erfließenden Türme machen uns die Hölle heiß. Werft sofort eine Sprengladung durch das Fenster. Super, da ist noch... Lol. Da ist jetzt auch noch so ein scheiß MG drin. Moment. Nee, bin gerade am aufnehmen. Airborne Ranger, Airborne Ranger bereit für den Einsatz. Habe ich nicht gesagt, ihr sollt euch zurückziehen? Ja, eigentlich keiner zu. Rückzug! Ranger! Entsenden Airborne Ranger Verstärkung. Bist jetzt in der Aufnahme. Wir haben wieder die volle Einsatzstärke. So, zuhören, Männer. Airborne Ranger, hoffen wir, dass die Deutschen uns nicht erwarten. Oh doch, die erwarten euch. Ranger, bereit für den Einsatz. Und zwar freundlichst. Cool, hi Leute. Gehen wir, Airborne. Oh, da haben wir ja endlich mal ein paar Feindeinheiten. Smile. Ja, bis bald, sage ich. Ich freue mich schon auf die nächste Runde. Wir legen unsere Stellung
Aber jetzt gehe ich erstmal ins Team. In Steam. Alle Freunde. Offline. So. Dann passiert sowas nämlich nicht mehr. Airborne Ranger bereit für den Einsatz. Achtet auf eure Abstände. So, das kommt wirklich wieder so ein Sturmtrupp. Aufstacheln, hinrennen. Sprengladung reinwerfen. Rein damit. Und wieder weg. Feindliche Einheit ausgeschaltet. Ja, da kommen keine Crowds mehr raus. Was? Zur Hölle? War denn das gerade? Dann kriegt ihr diese Trupps auch mal weg. Airborne Ranger, hoffen wir, dass die Deutschen uns nicht erwarten. Los, los, los! Airborne Ranger, feindliche Einheit ausgeschaltet. Habe ich etwa jetzt wieder so einen herrlich verbuggten Trupp oder was? Nee, Glück gehabt. Verstärkung ist auf dem Weg. Zu Diensten. Du gehst da rein. Rein in das Gebäude. Du gehst auch da rein. Du gehst also dahin, gut, wir wechseln unsere und du gehst und greifst von dort an. Okay, Jungs, ihr habt gehört, was der Captain gesagt hat. Ja, habt verstanden. Mist! Feuer aus automatischen Waffen! Die Eagles gegen die Bewegung! Granaten los! Rückzug! Ja, geil! Feindliche Einheit ausgeschaltet! Flugabwehrstellung ausgeschaltet! Jo, das war ja gerade anscheinend eine super Aktion von mir. Die Crowd-Infanterie schießt auf uns! Oder? Naja, es ist doch ganz okay, glaube ich. Weil hier sind die beiden Trupps wirklich gut im Schussradius meiner Einheit drin. Einheit ausgeschaltet. Vor allem in der von denen, mit der ich mein Gegner von mir hier. Wollt ihr mich verarschen? Liegt hier... Warum zur Hölle liegt da jetzt ein SDG-44 rum? Oh, Gott! Dass so ein Scheiß erlaubt ist. SDG-44 können nämlich nicht fallen gelassen werden. Was? Los, bewegt euch! Die können nicht fallen gelassen werden. Wir haben schon bald wieder die volle Stärke. Es geht einfach nicht. Was können wir für Sie tun? Los, schnappen Sie sich diese schwere Waffe! Das ist keine schwere Waffe, das ist ein leichtes Sturmgewehr. Ja, dann haben wir hier auch noch eine Panzerschreck. Und das leichte Maschinengewehr kann er leider nicht mehr aufheben. Haltet die Köpfe unten! Wir rücken ab! Nee, das kann er auch nicht aufheben. Bewegt deinen Arsch! Wollt ihr etwa etwas lang? Nein, egal. Rennen wir lieber nicht mal nicht da. Oh! Da! Haltet die Köpfe unten! Haupteinheiten der Able Kompanie gelandet! Verpisst euch! Danke, wegen eurer scheiß Cutscene kann ich jetzt meine gesamte Armee wieder zurückziehen. Habt ihr ja toll hingekriegt. Ja. Wirklich toll. Super Leistung, Leute. Super Leistung. Sauber. Ich liebe euch. Ja, so denke ich mir das auch gerade. Bestätige Ziele. Ja, versuch's ruhig. Tritt aufs Gas, los geht's! Mach schon, wir stecken hier mitten in der Scheiße! Los geht's, los geht's! Ich hab dir nie den Befehl gegeben, da vorne hinzugehen. Vier links 50er, bereit für Protection. Schießt ihr bitte lieber auf das Teil! FG, wir
dieses verdammte Einheit ausgeschaltet. Wir haben mein Ziel zerstört. Verstanden. Zuhören, Ranger. Nee, vorrücken bitte. 5 Minuten ist schon, ist die erste, der erste Teil dieser Episode schon wieder vorbei und ich habe kaum was geschafft, das ist ja mal super. Dann bekomme ich das schon wieder verpasst. Hier 4 Links 50er. Die Eagles gegen die Crowds. So, was haben wir denn hier vorne? Etwa noch ein SDG? Yo. Why not? Oh Gott. Jawohl. Dann noch ein bisschen Nachschub. Ja bitte. Haltet eure Köpfe unten. Wir wechseln die Stellung. Macht schon, Ladies. Wir nehmen die Zielposition ein. Airborne Ranger. Wieso geht ihr unten immer so weit vor? Wieso? Wieso? Schwingt die Hufe! Das ist so erbärmlich. Bewegung. Dass meine Maus auch immer so rumspringt, finde ich begeistert. Das ist ein Wirken, ein Ostwind. Das heißt, schmeißt ihr jetzt da mal auch die Sprengladung rein? Feindliche Einheit ausgeschaltet. Rennt, nicht stehen bleiben. Achtung ausgeschaltet. Ranger, der Tod kommt von oben. Wie mache ich denn das an? Ach, ich kann hier noch. Wozu brauche ich ein Panzerabwehrgeschütz denn? Luftaufklärung wäre mir deutlich besser. Dann weiß ich nämlich, ob hier noch irgendwo was Besonderes ist. Stimmt. Da ist ein gutes Ziel. Zerstört diese Sauerstofftanks. Oh, scheiße. Nur habe ich ein Problem. Das da nennt sich nämlich Panzer 4. Airborne Ranger, hoffen wir, dass die Deutschen uns nicht erwarten. Bewegung, Leute! Reißt euch zusammen, Ranger! Veranstalten wir ein weiteres Zielschießen! Keine Gnade, seid am Feuer! Scheucht sie runter in den Dreck! Ach ja, und natürlich Felix. Aber wir wissen jetzt, dass da... Also hier... ein... verdammt nochmal Panzer 4 steht. Okay, Airborne Ranger. Wir haben zwar Bazookas, aber keine Panzer... oder doch irgendeine Panzerstreck. Mobilisiert die Wachmannschaft. Ich bewege mich doch gar nicht! Airborne Mann! Erfinde nichts dazu, du Idiot! Naja, wie es weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal, Leute. Ciao!